Resolving Reality Radio. Ich spreche in dieser sechsten Folge von Resolving Reality mit DJ, Podcaster, öffentlichem Redner und Autor Mark Devlin. Mark hat zwei populäre Bücher zum Thema Kontrolle und Manipulation in der Musikindustrie geschrieben, die als musikalische Wahrheit und musikalische Wahrheit Band 2 bezeichnet werden. In diesem Interview diskutieren wir einige Aspekte der Geschichte der Musikindustrie, die prominenten Akteure, die die Szene dominiert haben und wie die Kontrolle schon immer auf der Agenda stand. Wir behandeln auch die Förderung des Drogenkonsums wie LSD und Ecstasy durch das System, die Verbindung zwischen militärischen Nachrichtendiensten und der Musikindustrie, wie die Hip-Hop-Szene als Genre zerstört wurde. Ja, und also auch den dunklen Okkultismus in der modernen Musikszene, das Verhalten, das die sogenannten Künstler von heute fördern und einige der großen Namen, die die Branche im Laufe der Jahre kritisiert haben. Besuchen Sie die Seite markdevlin.co.uk für weitere Informationen über ihn, seine Bücher, ja, also Podcasts sowie auch seine Twitter- und YouTube-Profile. Bleiben Sie dran. Hallo Mark und willkommen bei Resolving Reality Radio. Hallo Kumpel, freut mich hier mit dir zu sein. Ja, schön, vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen und wir wissen, dass du ein vielbeschäftigter Mann bist. Du hast sicher eine Menge zu tun, also es ist wirklich schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns hier zu sprechen. Dieses Thema, der Schwerpunkt deiner Arbeit ist die Kontrolle und Manipulation in der Musikindustrie. Ich weiß, es ist ein ziemlich großes Thema und es passt irgendwie und irgendwo in das allgemeine Kontrollsystem der Welt. Um den Interviewer hier jedoch den Hauptfokus zu geben, es geht um die Manipulation der Steuerung und auch die anderen Unternehmen wie Gedankenkontrolle, Pädophilie, Satanismus und wir werden versuchen, so viele Themen wie möglich hier in der Stunde unterzubringen, aber zunächst einmal dieses ganze Thema der Kontrolle und Manipulation, das ist doch nichts Neues, oder? Ich meine, es gibt es doch schon seit Beginn der Branche, oder? Nun, ja, du hast ja gerade die Musikindustrie und Pädophilie, Gedankenkontrolle und Satanismus in ein und demselben Satz erwähnt. Wenn jetzt jemand diesen Gedanken hört, dann denkt er wahrscheinlich, hey, Moment mal, was hat der gerade gesagt? Und wenn diese Leute nicht wissen, dass diese Sachen in den Stoff der Industrie eingewoben sind, dann haben sie noch ein paar Schocks vor sich, würde ich mal sagen. So wie ich damals angefangen habe, mich mit dem Material zu beschäftigen. Wie lange ist es her? Vor über 8 Jahren habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ja, so habe ich im Laufe all meiner Recherchen sehr gut verstanden, dass die Unterhaltungsindustrie, bestehend aus Hollywood-Filmen, Fernsehen, Aspekten der Mainstream-Medien, Profisport und natürlich der Musikindustrie, also alles, was dazu gedacht ist, die Menschen in ihrer Freizeit zu beschäftigen und nicht an wichtige Dinge denken zu lassen, die anderswo auf der Welt vor sich gehen, dass all dies vollständig manipuliert und kontrolliert wird. Und in der Tat werden diese Industrien als Mittel verwendet, um eine große Anzahl von Menschen zu kontrollieren, um bestimmte Wahrnehmungen und Glaubenssysteme, um bestimmte Wertesysteme in der allgemeinen Denkweise der Öffentlichkeit zu sehen und um dunkle, okkulte, unterschwellige Einflüsse auch in das öffentliche Bewusstsein zu bringen. Natürlich wird uns nichts offenkundig davon erzählt, aber genau darum geht's in diesen Branchen. Wenn du dich mit der Forschung befassen und nach Beweisen Ausschau halten willst, die ja jedem zur Verfügung stehen, der dorthin geht, dann wird deutlich, dass es darum geht. Und wenn man mal darüber nachdenkt, also wenn wir ein Kontrollsystem haben, das den Rest der Menschheit verdrängen, unterdrücken und kontrollieren will, ja, warum sollte das dann diese unglaublichen Möglichkeiten verpassen, die die Unterhaltungsindustrie bietet, um eben in die Gedanken der Menschen einzutauchen und in vielen Fällen zum Kern ihrer Spiritualität? Das sind ja perfekte Vehikel, denn die Wachen, die Schutzschirme der Menschen, die sind nach unten gefahren, wenn die im Kino sind oder wenn sie denken, sie würden nur ein Musikstück hören oder die Lieblingsband anschauen oder eine Lieblingssendung im Fernsehen sehen. Niemand erwartet, auf diese Weise durch diese Dinge beeinflusst zu werden. Es ist also ein genialer Weg, dies zu erreichen. Und natürlich gibt es einen zusätzlichen Bonus für das Kontrollsystem, in dem die Leute tatsächlich für ihre eigene Gedankenkontrolle auch noch bezahlen. Sie bezahlen, um diese Bands zu sehen, sie bezahlen, um diese Filme zu sehen. Es ist also schon immer so. Und viele Forscher werden dir sagen, der eigentliche Grund für die Gründung der Musikindustrie in den 50er Jahren in Amerika und Großbritannien und in anderen Teilen der Welt, das waren diese unglaublichen Möglichkeiten, die sich bieten, um mittels dieser Vehikel an diese große Anzahl von Menschen heranzukommen.
Wir haben viele Beispiele dafür gegeben und wir können uns diese verschiedenen Genres mal anschauen, diese verschiedenen Phasen, ja, die mit Elvis Presley bis in die Rock'n'Roll-Ära zurückgehen und mit Bill Haley und den Kometen losgehen, durch Jungs wie Little Richard und Buddy Holly und Chuck Berry und solche Leute. Ja, und dann drüben in Großbritannien kam dann das Auftauchen von Cliff Richard in seinen frühen Tagen. Der wurde so als eine Art britischer Elvis modelliert. In den 60er Jahren gab es Gruppen wie die Beatles, die Rolling Stones, The Who, The Kinks, The Animals und all das Gruppen, die aus Großbritannien kamen. Und in den Vereinigten Staaten gab es die Entstehung dieser Laurel Canyon Gegenkultur, dieser Hippie Gegenkultur. Und das ist auch sehr gut dokumentiert. Diese Gruppen, alle diese Gruppen, die daraus hervorgegangen sind, also The Doors, The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Mamas and Papas, all diese Gruppen, da gibt es so viele Beweise dafür, dass in jeder Phase des Weges es Manipulationen gegeben hat. Aspekte von Gedankenkontrolle, Aspekte von Social Engineering sind da im Gange. Und ein Großteil davon ist in den Händen der militärischen Nachrichtendienste, die ja schon immer ihre Finger in der Branche der Unterhaltungsindustrie hatten, abgelaufen. Wir können uns mal einige der ersten Plattenfirmen anschauen, die für diese Künstler zuerst als Vehikel herauskamen, wie RCA, EMI, Parlophone, Decca. Man findet heraus, dass viele dieser Labels eine Geschichte haben, die von Militäreinsätzen selbst geprägt ist. Viele dieser Firmen wurden dazu benutzt, Funksysteme, Sonarsysteme zu perfektionieren, solche Waffen, Waffenabwehrsysteme für das Militär. Und dann zu einem Plattenlabel zu werden, das war für ihre Kernaktivität ein untergeordneter Aspekt. Einer der Klassiker ist RCA, steht für Radio Corporation of America. Und die waren eigentlich an der US Navy beteiligt. Es kam aus der US Marine Institution. Und so hat dieses Plattenlabel seinen Anfang genommen. Und man sieht viele verschiedene Beispiele dafür. Wenn wir uns jetzt mal das individuelle Personal anschauen, das da aufgestellt wurde, ja, viele von diesen prominenten Künstlern, schauen wir uns mal einige familiäre Verbindungen an oder vor allem die Blutlinien, aus denen diese Menschen stammen, dann sieht man also Verbindungen und Verbindungen, die sie hatten. Und immer wieder finden sich Links zu militärischen Geheimdiensten. Auf dieser Seite des Atlantiks wäre es hier MI5, MI6 oder links zum Tavistock-Institut. Das ist so ein Social Engineering Think Tank. Ja, und in den USA, dann gibt es natürlich auch endlose Verbindungen zur CIA, FBI, zum Pentagon und verschiedenen Geheimgesellschaften, Freimaurerei, Skull and Bones und all das. Das gibt so viele Beispiele. Ich bin in meinem Buch darauf eingegangen. Es gibt jetzt viele andere Forscher, die Informationen dieser Art herausgeben. Ja, und das wirft eben ein ganz anderes Licht auf die eigentliche Musikindustrie. Das ist mehr als nur harmloser Spaß und Unterhaltung, wie sich leider und ungünstigerweise herausstellt. Aber hier ist es. So I'm slave to the rhythm, yeah. Okay? At Sony, I've generated several billion dollars for Sony. Several billion. And, They really thought that my mind is always on music and dancing, and it usually is, but they never thought that this performer, myself, would outthink them. Yeah! Ja, genau, und du umschreibst das ganz gut und es gibt so viele Beispiele und wir hätten gar keine Zeit, sie alle durchzugehen. Aber manchmal kann man diese oberflächlichen Aspekte des Kontrollsystems direkt vor dem Gesicht sehen. Und wir haben über die Beispiele gesprochen, die du erwähnt hast, Beispiele für die Kontrolle und wie weit sie geht. Und offensichtlich liegt der Schlüssel darin, in die Köpfe der Menschen zu gelangen und ihre Emotionen zu beeinflussen. Und selbst wenn man sich anschaut, wie die Beatlemania damals war, ja, also du hast in dem Buch darauf hingewiesen, dass diese paar Jungs aus der Arbeiterklasse aus Liverpool aus dem Norden Englands plötzlich wie Götter behandelt werden. Ich denke, diese Sache, also die Beatlemania und wahrscheinlich Elvis waren der Beginn dieses Vergöttern von Menschen und dieser Hysterie im großen Maßstab. Ja, genau. Und die öffentliche Version der Geschichte, die Art der offiziellen Wikipedia-Berichte der Dinge, die will uns glauben machen, dass Elvis einfach so zu dieser Position aufgestiegen ist, indem er ein großartiger Künstler war und wirklich hart gearbeitet hat und die Daumen für gutes Glück gedrückt hat. Ja, und es hätte jeder sein können, aber es war zufällig Elvis. Und dasselbe passierte auch mit den Beatles.
Man will uns glauben lassen, dass es nur diese vier Jungs aus der Arbeiterklasse aus Liverpool waren, die eine Band gründeten, ein paar Gigs spielten, die wirklich hart gearbeitet haben, die Daumen gedrückt haben und auf einmal verursachen sie bei allen Jugendlichen Hysterie auf der ganzen Welt. Das passiert nicht einfach so. Diese Künstler werden für diese Rollen ausgewählt und diese Karrieren werden ihnen gegeben. Ich weiß, das ist für Fans dieser Acts sehr schwer zu akzeptieren und es nimmt dem musikalischen Talent dieser Leute nichts ab. Offensichtlich sind sie enorm talentiert, sonst könnten sie diese Position nicht Jahr für Jahr halten. Aber genau weil sie so talentiert sind und musikalische Fähigkeiten zeigen, werden sie überhaupt erst zu diesen Positionen erhoben. Aber zu diesen Positionen gelangt niemand zu seinen eigenen Bedingungen. Es ist zu den Bedingungen der Branche. Sie wollen dich, sie wählen dich aus. Und wenn man nicht Teil des Clubs ist, dann erreicht man diese schwindelerregenden Höhen einfach nicht. Wisst ihr, mit den Beatles haben wir in der Anfangszeit Geschichten bekommen. Junge Mädchen wurden von der Energie dieser Gruppenaufführung so mitgenommen, dass sie wirklich ihre Blase nicht kontrollieren konnten und sich in die Hose gemacht haben. Es gibt also Geschichten über Flüsse von Urin, die durch einige dieser Konzertsäle geflossen seien, weil diese Mädchen eben völlig die Kontrolle über ihren Körper verloren haben dabei. Also was ist denn hier los? Das scheint wohl eine Art Ritualmagie zu geben, damit eine Gruppe diese Art von Wirkung auf Menschen haben kann, damit sie auf diese Weise ihren Verstand verlieren. Ja, und auch das Schreien, das stattfand. Also gewiss gibt es auch Geschichten, dass für die Beatles und andere Gruppen in der Anfangszeit Scharen von schreienden Kindern angestellt wurden, also sie wurden also dafür bezahlt. Es gibt einen Bericht über eine Busladung von Schulmädchen aus der Bronx in New York, die anscheinend zum Flughafen JFK gebracht wurden, als die Beatles im Februar 1964 zum ersten Mal in der Ed Sullivan Show auftraten. Und dann natürlich das Nachrichtenmaterial. Alle haben es gesehen und dann gedacht, hey, mein Gott, diese Gruppe muss ja unglaublich sein. Schau dir all diese Mädchen an, wie sie schreien. Aber es scheint, dass an einem bestimmten Punkt das Schreien und die Hysterie zu einer sehr realen Sache geworden sind. Und wir können feststellen, dass diese Gruppen über eine große Anzahl von Menschen verfügen konnten. Und das ist nie wirklich zu Ende. Das geht bis heute so. Weißt du, jede Generation hat seine eigenen Versionen davon. In den 70er Jahren gab es Jugendliche, die über die Bay City Rollers den Verstand verloren hatten. Und in den 80ern hatten wir dann Mädchen, die über Gruppen wie Duran Duran oder Spandau Ballet und Bros den Verstand verloren hatten. Und heute, weiß ich nicht, keine Ahnung, wer das ist. Ich denke mal, eine Richtung vor ein paar Jahren, Justin Bieber oder dieser Shawn Mendes, wer auch immer diese Leute sind. Aber weißt du, Generation für Generation sehen wir, wie einfach dasselbe ausgerollt wird. Das sind Auserwählte. Das sind die Künstler, über die die Industrie entschieden hat, dass sie sie fördern werden. Und diese Künstler treiben Agenden voran. Es geht also nicht nur darum, dass sie Platten herausbringen. In so vielen Fällen gibt es ganz andere Aktivitäten, bei denen bestimmte Ideen, Wertesysteme und andere Dinge als Nebeneffekt für das, was sie musikalisch tun, vorangetrieben werden. Und wieder gibt es endlose Beispiele dafür. Ja klar, und außerdem, ich meine, du hast gesagt, es gibt so viele Beispiele dafür. Es ist das konstante Muster, das immer wieder ausgerollt wird. Und bevor wir uns mit dem Okkultismus und einigen Symbologien beschäftigen, mit den großen Bands über die Jahre, besonders in den 70er Jahren, und für diejenigen unter uns, die wissen, dass es ein Kontrollsystem gibt, das die Fäden zieht, ist es so, sie projizieren ihre Ideologien auf eine sehr direkte Art und Weise auf die Menschen, da diese selbst gerne verehrt werden möchten und sie versuchen, diese Gesellschaft so zu schaffen, in der die Menschen die Idole sozusagen verehren. Ja, es ist ein konstantes Thema. Und ich weiß, dass du es in deinen Vorträgen erwähnt hast, nämlich, dass wir uns von dieser ganzen Idee abwenden müssen, sich vor Leuten zu verneigen, die wir nie wirklich getroffen haben oder die wir nicht persönlich kennen. Stimmt. Man muss nur aufhören, diese Leute auf ein Podest zu stellen und sie als Gurus und Vorbilder zu verehren, weil das nämlich tatsächlich eine militärische Taktik ist. Das habe ich schon oft erwähnt in meinen Gesprächen. In den Jahren des Kalten Krieges hatte der KGB tatsächlich eine Strategie, nach der er sogenannte falsche Helden und Vorbilder entwickelte. Es gibt Unterlagen, die zeigen, dass das getan wurde. Diese Menschen wurden in prominente Positionen implantiert, um die Menschen dazu zu bringen, zu ihnen aufzuschauen und um an jedem Wort festzuhalten und ihnen zu folgen, wohin auch immer sie gingen. Und es war immer eine militärische Operation, die dazu bestimmt war, die Menschen dazu zu bringen, ihre Macht abzugeben und eben nur diesen vorab ausgewählten öffentlichen Helden zuzuhören.
The decision is like this close to being made. Would you like me to show them how the sign of the curse works? Sign completely of the curse? Different. How does it go? No, not at you, not at you people out there in the audience, but this is the difference. Aim it toward Red China, would you? This is the sign of the horns. A curse sign, the two fingers extended. Nun ja, wenn wir jetzt also auf die Okkultismusseite der Dinge gehen, schauen wir uns einige der berühmten Bands an, die du in den Büchern erwähnt hast. Und wir haben jetzt keine Zeit, all ihre Geschichten durchzugehen, aber nur um einen Überblick über dieses spezielle Thema dieser großen Band zu geben. Wir haben Led Zeppelin, die Beatles, die Rolling Stones und es gibt Spuren von Okkultismus in ihrer Arbeit, ob es sich um Albumcover oder um ihre Musik handelt. Denkst du, dass dies von den Bands selbst stammt oder bestimmt wird oder wurden sie ermutigt, dies in ihre Arbeit zu integrieren? Wie denkst du, hat das geklappt, Mark? Ich denke, es war wahrscheinlich eher der Fall, dass die Controller dieser Bands sie dazu gezwungen haben, diesen dunklen, okkulten Symbolismus anzunehmen. Und wir haben ja gesehen, in den 60er Jahren hat sich das im großen Stil abgespielt, besonders mit den Lehren von Aleister Crowley, diesem berüchtigten britischen Okkultisten aus der viktorianischen Ära noch. Ich meine, dieser Typ ist wie ein verdammter Rockstar. Und in seinem Leben drehte sich auch alles um einen frühen Ausdruck von Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Das war eigentlich schon alles da. Und dann, als die Beatles und die Rolling Stones und Led Zeppelin und die Doors und so dahergekommen sind, dann haben sie diese Lehren von Aleister Crowley angenommen und haben begonnen, sie in ihre Songs und ihre Albumcover und ähnliches zu integrieren. Außerdem, die Doors, die haben eine Art Büste, eine Cast-Büste von Aleister Crowley auf dem Cover eines ihrer Alben. Und dann gibt's Leute wie Jimmy Page von Led Zeppelin. Der hat ja das Haus von Aleister Crowley gekauft, da oben in Loch Ness, Schottland. Und so nehmen eben diese Gruppen die Ideologien dieses Mannes wirklich an. David Bowie ist ein weiterer. Der hatte einen Song Quicksand, da geht's auch um Crowley. Und Elton John hat sich auch mit Crowley beschäftigt. Ich denke jedoch, dass diese Gruppen in diese Richtung gedrängt wurden, weil das Teil dessen war, was in dieser Zeit erreicht werden sollte. Vor allem in den 60er Jahren war es eine Zeit großer Veränderungen und es gab viele verschiedene Ansätze, um junge Menschen auf bestimmte vorab genehmigte Wege zu führen. Und Gruppen wie die Beatles und die Rolling Stones und all diese amerikanischen Acts, die spielten in dieser Zeit eine wichtige Rolle. Es ist also das Aufkommen von LSD, das ist der Drogenaspekt, es hat die Einstellung zu Sex und Familie verändert und es gab all diese psychedelische Rockmusik. Es ist also das richtige Paket für Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wobei auch der Okkultismus in die Mischung mit einbezogen wird. Es gab all diese Gerüchte über das Wassermann-Zeitalter Ende der 60er Jahre und all diese verschiedenen östlichen Kultsysteme, die auch nach vorne gedrängt wurden. Es war also alles eine Agenda und es passte auch sehr gut in die Zeit. Und alles wurde von denjenigen erledigt, die diese Industrien leiten, würde ich mal sagen. Und die Gruppen, die waren einfach ziemlich viel unterwegs, um das zu tun, was ihnen gesagt wurde. Du hast dort also LSD erwähnt. Wir können nun überleiten zu der Geschichte von Jim Morrison und den Doors und deren Hintergrund. Und vielleicht könntest du uns auch sagen, warum die Musikindustrie daran interessiert wäre, Drogen zu verwenden, um bestimmte Agenten zu fördern oder die Denkweise der Menschen zu verändern. Nun ja, die Geschichte von Jim Morrison wird oft erzählt und ist jetzt sehr vertraut, aber nur um es kurz zusammenzufassen. Es stellt sich heraus, dass Jim Morrisons Vater ein US-Marine-Admiral, George Stephen Morrison, war und für die Flotte von Schiffen verantwortlich war, die an dem Vorfall am Golf von Tonkin beteiligt waren, der im Wesentlichen den Vietnamkrieg und das Engagement Amerikas in diesem Teil Südostasiens vorgezeichnet hat. Wir haben hier also Jim Morrison, der als Anti-Establishment, Anti-Kriegs-Rockgott positioniert wurde, eine Ikone der jungen Generation dieser Zeit. Und doch hat sein Vater den Vietnamkrieg mitbegonnen. Wie vereinbart man diese beiden Dinge? Nun, die Leute streiten sich endlos darüber und Fans von Jim Morrison werden sagen, ja, er rebellierte nur gegen seinen Vater. Er stand nicht für sein Wertesystem und sein Handeln mit den Doors war seine Art, es an seinen Vater und an das Kontrollsystem zu kleben. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass das der Fall ist. Wenn Jim Morrison ein isolierter Vorfall wäre, dann könnte man sicherlich behaupten, dass das der Fall ist. Aber davon war er weit entfernt.
wenn man sich mal der Arbeit von Dave McGowan widmet, der die 60er Jahre, die Gegenkultur des Laurel Canyon Viertels in L.A. viel erforscht hat, ja, dann erhält man unzählige Beispiele von prominenten Musikern, die an der Spitze der Gegenkultur, der psychedelischen Revolution standen. Und wenn man dann nachsieht, wer ihre Familien waren und vor allem wer ihre Väter waren, dann findet man etliche Beispiele für hochrangiges Personal innerhalb der militärischen Nachrichtendienste. Und du weißt, es geht einfach weiter und weiter und weiter. Es ist sehr schwierig, einen Musiker zu finden, dessen Vater irgendwie nicht daran beteiligt war. Also, die einzige logische Schlussfolgerung, zu der man kommen kann, wenn man die Fananbetung und neblige Nostalgie dieser Jahre und die Lieblingsgruppen aufgeben kann und realistisch sein will, die einzige Schlussfolgerung ist, dass eben die gesamte Operation unter Leitung von Aspekten des militärischen Nachrichtendienstes durchgeführt wurde und darum ging es in der Unterhaltungsindustrie dieser Zeit. Und LSD wurde verwendet, um soziale Einstellungen zu ändern. Die Social Engineers, die Sozialingenieure, wollten zu dieser Zeit die seit langem bestehenden Einstellungen gegenüber der Familie ändern. Sie wollten traditionelle Familieneinheiten auflösen, da dies ein Element des Zusammenhalts in der Gesellschaft darstellt. Wenn man starke Familien hat, die sich gegenseitig unterstützen und wenn alle zusammenhalten. Wenn man das aufteilen und die Menschen atomisieren kann, sodass eben sie sich vom Rest ihrer Familie entfremdet fühlen, ja, dann haben sie das Gefühl, dass zwischen ihnen und ihren Eltern eine Kluft zwischen den Generationen herrscht. Dann haben sie das Gefühl, als ob diese neuen Einstellungen gegenüber Sex und Drogen und Freizügigkeit der Weg sind. Und so werden dann die Diskrepanzen zwischen verschiedenen Aspekten von Familien geschaffen. Und genau das ist passiert, als die jungen Leute aus der Gesellschaft ausgetreten sind und angefangen haben, in Kommunen rumzuhängen und an all diese Drogen genommen haben. Und ich weiß, es gibt viele Fürsprecher für Psychedelika und du wirst immer Leute finden, die sagen, hey, was ist so falsch an diesen Dingen? Denn wenn man LSD und MDMA, also Ecstasy, nimmt und so viele andere dieser Dinge, also Zauberpilze, dann öffnet es ja die Spiritualität und das Bewusstsein und man kann die Welt für das sehen, was sie wirklich ist. Ja? Man durchbricht den ganzen Bullshit und all den Hype und man kann alle Täuschungen verstehen, die vor sich gehen. Okay, ich bin mir sicher, dass es diesen Aspekt gibt, aber es scheint eben, dass die Menschen auf diese Art von Einflüssen unterschiedlich reagieren. Und für jede Person, die man findet, die eine erstaunliche transformative Erfahrung mit LSD gemacht hat, wird man jemanden finden, der sagt, dass dies sein Leben ruiniert hat und zu psychischen Störungen, Psychosen, Gedächtnisverlust und Schizophrenie geführt hat. Es hängt mit den ganzen Bedingungen, mit den Umständen zusammen. Und die Leute werden sagen, dass sie süchtig danach geworden sind, dass es ihr Leben ruiniert hat und sie keine sinnvollen Beziehungen mehr formulieren konnten und alles. Es scheint, dass die ganze Übung weitgehend ein massives soziales Experiment in den Händen der Social Engineers war. Ich glaube, sie wollten unbedingt sehen, was passieren würde, wenn viele Menschen LSD-Trips einwerfen und diese ganze neue Musik hören würden. Das waren wirklich Laborratten. Die ganze Szene der 60er Jahre wurde als riesiges Experiment verwendet. Und ich denke, die Social Engineers, die wären mit ihren Ergebnissen sehr zufrieden gewesen. Und so haben sie seitdem die gleiche Art von Agenten eingeführt, an verschiedenen Orten, verschiedene Drogen, zu unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen Generationen, aber immer mit dem gleichen Ziel. Die Gesellschaft zu zerbrechen und zu spalten, einen Keil zwischen die Generationen zu treiben und die Menschen von Drogen und all diesen verschiedenen sozialen Bewegungen abhängig zu machen, alles zu deren Bedingungen. Die sagen, wo es lang geht. Die haben die Kontrolle. Denn all diese Hippies und all diese Menschen, die sich an eine dieser sozialen Bewegungen binden, die glauben, sie machen ein Statement zu ihren eigenen Bedingungen und sie denken, sie seien rebellisch. Sie glauben, sie seien Anti-Establishment, aber sie machen nichts. Sie stellen sich nicht die Frage, woher alle diese Drogen kommen, woher die Musik kommt und wer wirklich die Aspekte der Dynamik kontrolliert. Ja, genau. Und es gibt eine Lektion darin, eine Lektion fürs Leben und für uns alle. Weißt du, wenn sie Menschenmengen folgen und ihr Bewusstsein, sollten sie sich sicher sein, dass es da eine gewisse Intelligenz gibt und oft ist das nicht der Fall. Ja, es gibt militärische Intelligenz. Ja, da haben wir es. Und noch ein anderer Aspekt ist, und genau passend dazu, dass du zum Beispiel die 60er Jahre erwähnt hast, es gab die Zeit des Vietnamkrieges,
die du in dem Buch erwähnt hast. Es ist kein Zufall, dass die militärischen Nachrichtendienste daran interessiert sind, die breite Öffentlichkeit dazu zu bringen, nicht mehr zu protestieren und sich nicht mehr gegen das System zu stellen, denn sie wären einfach nur auf Drogen und sie würden ihren Kampfgeist verlieren. Ja, das ist richtig. Das war ein weiterer Aspekt. Der Vietnamkrieg wurde vorangetrieben und die amerikanische Gesellschaft oder sicherlich Menschen eines bestimmten Alters, sie wurden dazu überredet, den Krieg zu unterstützen. Aber gleichzeitig war die junge Generation dazu überredet worden, aus der Gesellschaft auszusteigen. Sie wollten mit ihrer Elterngeneration nichts mehr zu tun haben. Und sie wollten einfach nur rumhängen, Drogen nehmen, Sex haben und einfach nur in diesen schmutzigen Hippie-Gemeinden rumhängen. Wenn also eine Generation dabei ist, einfach auszuflippen und zugedröhnt zu sein, dann werden sie keine Bedrohung für das Establishment darstellen. Sie werden nicht rebellieren, sie werden keine Waffen ergreifen oder irgendeine Art von physischem Widerstand gegen das bieten, was da abläuft. Das war natürlich ein weiterer Aspekt. Ja, und bevor wir uns dem Thema Hip-Hop-Szene zuwenden, das ein ebenfalls großartiger Bereich ist, wie du es in dem Buch beschrieben hast, für diesen letzten Abschnitt über Drogen in der Industrie. Du hast also auch über die Tanzmusikszene und den Aufstieg von Ecstasy und MDMA berichtet und ich habe gerade hier aus meinem Kopf heraus bemerkt, der erste Golfkrieg wurde 1989 oder 1990 oder wann auch immer es war gestartet und das war ungefähr auch die Zeit des Beginns des Ecstasy-Phänomens. Ich frage mich, ob die Kontrolleure der Welt wussten, was sie als nächstes vorhatten und beschlossen, statt zu warten, bis die breite Öffentlichkeit protestierte, wie in den 60er Jahren, bevor sie Maßnahmen ergriffen haben. Vielleicht haben sie sich für einen präventiven psychologischen Schlag entschieden, um alle Leute auf einen Trip mit der Liebesdroge zu schicken, auf Partys, ausgebrannt mit niedrigem Serotoninspiegel und weg von der Straße, wo sie sonst gegen den bevorstehenden ersten Golfkrieg hätten protestieren können. Nun, ich bin mir sicher, dass sie es getan haben, denn meiner Meinung nach waren die Acid-House-Szene und die Rave-Szene, die gesamte Revolution der Tanzmusik, die 1987 und 88 aus London heranwuchs, fabriziert. Das Jahr 1988 wurde von den damaligen Medien als zweiter Sommer der Liebe bezeichnet. Da sollten die Alarmglocken läuten, denn es handelte sich tatsächlich um eine Neuverpackung dessen, was in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten mit LSD und psychedelischem Rock gemacht worden war, nur eben jetzt einer neuen Generation hier in Großbritannien in den 80er Jahren mit MDMA aufs Neue präsentiert. Ecstasy ersetzt LSD und elektronische Tanzmusik, die sehr frühen Sounds von Acid House, ersetzen psychedelischen Rock. Es gab also all diese großen Raves und Festivals. Das war nur ein Neustart vom Monterey Pop Festival, Woodstock, Altamo und alle diese großen Hippie-Festivals. Sie haben einfach das gleiche Programm ausgerollt und sie wollten sehen, was passieren würde, wenn sie das Ende der 80er Jahre auf Großbritannien abladen würden. Es gab also den Faktorismus. Zu dieser Zeit war Großbritannien ein ziemlich düsterer und strenger Ort. Es gab 1990 die Revolutionsaufstände in der Region, als die Szene in Gang kam. Und wie du sagst, der erste Golfkrieg, dessen Anfänge waren ja auch 1990. Und dann 1991 gingen die Soldaten rein und die Militäraktion begann. Und zu diesem Zeitpunkt war diese Szene sehr stark und sie wurde aus Großbritannien in andere Gebiete Europas exportiert. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell Irland es geschafft hat, da kannst du mir sicherlich aushelfen, aber es wurde sicherlich in alle diese anderen Märkte exportiert. Und Amerika kam sehr spät zur Party, verzeiht mein Wortspiel, weil es nämlich erst in den letzten 10 Jahren, so ab 2008, war es ja, dass die elektronische Tanzmusik in den USA so einen großen Aufschwung genommen hat. Das ist also so, als wäre diese gesamte Agenda in Europa und anderswo perfektioniert worden und sehr spät hat es dann Amerika bekommen. Und die ziehen sicherlich eine ganze Reihe junger Leute in Amerika ab mit dieser Szene, die jetzt ja dazu benutzt wird, den Transhumanismus voranzutreiben, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Es gibt so viele Parallelen zwischen dem, was vorher passiert ist und was diese Szene ausmacht. Und natürlich, grause alte Raver im mittleren Alter, die jetzt auf die 80er und 90er Jahre mit großer Nostalgie zurückblicken und mit dieser nebligen Art von Glitzern im Auge, die sind wahrscheinlich entsetzt zu hören, dass diese Szene keine so rohe und organische Basis hatte, wie man es uns allen hat glauben machen wollen.
Aber ich habe da so meine Vermutungen, was es tun sollte. Ich gehe in meinem Buch auf jeden Fall ausführlich darauf ein und ich habe es in früheren Gesprächen schon getan, was es ist. Es ist auch nicht so, dass es die einzige Szene wäre bei der Rave-Szene, der man das angetan hat. Es ist jetzt nicht so, dass müssten Raver das Gefühl haben, dass sie ausgesondert wurden, um abgegrenzt und getäuscht zu werden, denn so ist es mit allem passiert. Die Punk-New-Wave-Szene, die war weitgehend durchdacht und kontrolliert. Die ganze Hippie-Szene war es, wie gesagt, und Heavy-Rock, Heavy-Metal, genauso. Die Hip-Hop-Szene, genauso. Weißt du, die haben das mit allen verschiedenen Genres gemacht. Die Taktik unterscheidet sich etwas, aber das Ziel ist immer dasselbe. Diese Musikszenen und Bewegungen als Mechanismen sozialer Kontrolle zu nutzen. Ja, genau. Und auch für die Zuhörer hier nochmal an der Stelle. Wir beschreiben es hier für die Menschen, dass der Schlüssel zu alledem die Emotionen und natürlich der Hedonismus sind. Und wenn sich etwas gut anfühlt, bedeutet das nicht, dass es auf lange Sicht unbedingt eine gute Sache ist. Und viele Menschen geraten in diese Falle. Und erst wenn sie älter werden, fangen sie an, sich aufzurichten und Dinge anzuschauen und sie mehr zu hinterfragen. I said, now, I gotta know something. What's the main reason for rock music? Come on, Lance, you know what the reason is. Please, David, I don't want to guess. Tell me what the main reason is. He says, the same as when you were in. So that we can play spells on people that we couldn't cast spells upon. Um nun also voranzukommen, du hast vor einer Minute Hip-Hop und dieses ganze Thema der Kontrolle und Manipulation angesprochen. Es geht nicht nur um Einzelpersonen, oder? Es gibt auch Beispiele um Beispiele, wie alle Genres verändert wurden. Weißt du, sie begannen als etwas Gutes und wurden später vereinnahmt und verwässert. Und ich möchte dieses Stück einfach schnell mit einem Stück aus dem Buch vorstellen. Dort sprichst du über die Menschen und ihre Meinungen zur Hip-Hop-Szene. Und du schreibst dort, also ich zitiere jetzt hier mal, ich würde jeden herausfordern, mir eine Mainstream-Hip-Hop-Platte aus den letzten 10 Jahren herauszusuchen, die sich mit anderen Themen als diesen allgemeinen Themen befasste oder befassen würde, wie promiskutiven Sex zu haben, im Club zu feiern, Bargeld in die Luft zu werfen, Mädchen mit dicken Hintern, die überlegene Finanzlage eines Rappers, also über seine Altersgenossen und den Besitz goldener Felgen. Ja, und da gibt es viele weitere Beispiele, die urkomisch waren und es fasst wirklich zusammen, was aus Hip-Hop geworden ist. Aber ich meine, was ich davon gehört habe, war es nicht mein Genre, aber ich habe gehört, dass es anfangs eine richtige Kunstform war, die etwas zu sagen hatte, nicht wahr? Das war's. Und es ist wirklich tragisch, was mit ihm passiert ist. Wenn wir es also in die frühen 70er Jahre zurückverfolgen, dann wird 1973 als die Zeit angesehen, in der diese ganze Kunstform oder dieser Lebensstil begonnen hat. Denn Hip-Hop ist nicht nur Rap-Musik. Es gehören 5 Elemente dazu. Das wären die Graffiti-Kunst, B-Boying oder Breaking, das ist der Tanzstil, der zur Musik gehört. Anfangs spielte die Musik, als sie gespielt wurde, DJs wie Kool Herc, der als Anstifter dieser Szene gilt, der Soundsysteme in der Bronx-Gegend von New York betrieb und er spielte alte Soul- und Funk-Platten von Afro-Latin-Tanzplatten und er schnitt den Pausenabschnitt des Break, die perkussive Unterbrechung des Liedes, auf und schnippelte das mit 2 Plattenspielern zusammen. Das war also das erste Element des Hip-Hop. Und die B-Boy-Tänzer tanzten dazu. Es gab Graffiti als Teil der Sache und den Plattenspieler. Der Turntablismus selbst war auch ein Aspekt der Kunstform. Er verwendete Turntables als Musikinstrument. Also nochmal die 5 Elemente. Erstens B-Boying, also Breakdancing. Zweitens MCing, also das Rappen. Drittens Graffiti, also Spraydosen sprühen. Viertens DJing, also Plattenspieler bedienen. Und fünftens, alles läuft in diesem 5. Element zusammen. Das nennt sich Knowledge, Culture and Overstanding, also Selbsterkenntnis. Es ist eine Art spiritueller Bestandteil und viele Kommentatoren, wie dieser Typ namens Black Dot, den ich vor einiger Zeit in einem meiner Podcasts interviewte, und Professor Griff von Public Enemy, hat darüber gesprochen, was in der Bronx passiert war. Damals gab es ein Wiedererwecken der spirituellen Traditionen, die in der DNA schwarzer Menschen getragen wurden, die als Sklaven von Afrika nach Amerika gebracht worden waren. Und sie erweckten diese ursprünglichen Dinge wieder, die sie in ihrem Wesen tragen. Aspekte ihres eigenen Seins.
Und in der Hip-Hop-Szene wurden afrikanische Tanztraditionen, Stammesrituale in dieser neuen Stadtlandschaft wiedergeboren. Wir hatten also den Tanz, wir hatten die Kunst, wir hatten die musikalischen Elemente und das alles kam zusammen und das machte die Ursprünge dieser Szene für so viele Menschen so authentisch und so real. In den frühen Tagen gab es dann die Rap-Musik, die daraus hervorging. Das ist natürlich das Element, was ich beinahe vergessen hätte eben. Das gesprochene Wort. Die erste Rap-Aufnahme meines Wissens, der erste kommerzielle Hit, das war 1979 Rapper's Delight von der Sugar Hill Gang. Beim Übergang von den 70ern zu den 80er Jahren findet man bei vielen dieser frühen Rap-Platten, dass sie sehr bewusst waren. Sie hatten also bedeutungsvolle Texte, die wie ein sozialer Kommentar zu den damaligen Zeiten waren. Und man könnte an Aufnahmen wie Grandmaster Flash und die Furious Fives, The Message und White Lines denken. Die sprechen über soziale Bedingungen der Zeit und über Drogen, die alle Ghettos der Zeit befallen haben. Und das alles waren sinnvolle Sachen, also die Texte. In den 80er Jahren gab es also einige Jahre lang eine Kunstform, die die Menschen zusammenbrachte, eine sehr positive Form des sozialen Zusammenhaltes bot und das Wort in diesen innerstädtischen Ghettos aussprach. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Konzerne offenbar erkannten, dass dies eine sehr mächtige soziale Kunstform wurde und sie wollten ihr kleines Stück davon. Sie wollten es kontrollieren. Sie wollten endlich anfangen, eine Menge Geld daraus zu machen. Und danach wollten sie es nutzen, um die Wertesysteme und Überzeugungen der Menschen und all das zu formen. So entstand der sogenannte Gangster-Rap gegen Ende der 80er Jahre in den Händen von Gruppen wie NWA. Hier drehten sich die Texte nicht mehr darum, Menschen zusammenzubringen und das Bewusstsein für soziale Bedingungen zu schärfen, sondern um Gruppensex. Sie sprachen nur über Nigger this, Bitch that, Motherfucker this, weißt du, Waffen in die Luft werfen, Drogen verkaufen, im Grunde kriminelle Lebensstile. Und dies wurde ein ganzes Genre der Musik. Und als dann die 80er den 90ern Platz gemacht haben, hat man begonnen, den Materialismus zu verbreiten durch Puff Daddy und Künstler seine Bad Boy Records. Das war so die Verherrlichung des Champagner-Lebensstils und das Gespräch über Versace-Anzüge und Goldkettchen und Bling-Bling, weißt du? Felgen an dem Jeep und all die Sachen. Im Club mit Mädchen feiern, Bargeld in die Luft werfen, wie du gerade erwähnt hast, ja? Und zu diesem Zeitpunkt hatte das gesamte Genre jegliche Bedeutung verloren, die es einmal hatte. Und es wurde geradewegs zu einem kommerziellen Geldspinner für die Unternehmen. Es ist jetzt noch schlimmer geworden. Ich meine, wenn du denkst, dass all das Zeug schlecht war, dann schau dir mal an, was aus dem sogenannten Hip-Hop geworden ist. Ich bezeichne es nicht mehr mal als das, denn was auch immer es in einem sogenannten Hip-Hop-Song heutzutage ist, es hat keine Ähnlichkeit mit dem, was vorher gegangen ist. Du hast jetzt Künstler, wenn man sie überhaupt Künstler nennen kann, die nur darüber reden, ich weiß gar nicht, worüber sie reden. Es gibt ja auch zum Beispiel ein neues Genre Mumble-Rap, bei dem die Künstler einfach nur eine Menge Mist reden. Niemand weiß, wovon sie reden. Sie haben die Stimme automatisch angestellt, dieses Antares Autotune, diese elektronische Software zur Stimmenmanipulation. Und die Musik ist sehr satanisch geworden. Ich nenne das Demonic Sonics. Die Basslinien sind einfach sehr unstimmig, sehr dissonant. Sie fühlen sich nicht gut an. Und es gibt jetzt auch Agenden, die durchgedrückt werden, sowie Transhumanismus und künstliche Intelligenz. Ob du es glaubst oder nicht, diese Szene wurde verwendet, um die Ideen des Transgenderismus zu normalisieren, der LGBTQ-Gemeinschaft, die durch diese Musik repräsentiert wird. Weißt du, vor 20 Jahren wäre das nie passiert. Wenn sich vor 20 Jahren ein Hip-Hop-Künstler gemeldet und verkündet hätte, dass er schwul ist, dann wäre von der Szene ausgelacht und verspottet worden und nie wieder ernst genommen worden. Ich sage ja nicht, dass das eine gute Sache ist. Ich sage ja nicht, dass das richtig ist. Ich gebe hier kein Urteil ab. Ich will nur darauf hinweisen, vor 20 Jahren wäre das nicht akzeptiert worden und heute wird es akzeptiert. Jetzt gibt es sogenannte Rapper, die in Kleidern auftauchen. Sie haben regenbogengefärbte Haare und sie drücken all diese Agenden durch. Und jeder denkt, es sei in Ordnung, weil die Gesellschaft sich darauf eingestellt hat, auf Social Engineering Programme zu reagieren. Wenn man sich nun anschaut, was dieses Genre jetzt ist, es ist wie eine
wie ein Einführungskurs für die Meisterklasse, wie man die Arbeit erledigt, wie man eine ganze Generation mitreißt, wie man denkt. Weil jetzt ist es ausgerichtet. Alle diese verdammten Clowns und Jokers, die wir da haben, die richten sich natürlich an junge Leute. Sie wollen, dass Teenager und Menschen Anfang 20 dieses ganze Zeug begierig aufnehmen. Menschen von meiner Generation, die sich an bessere Zeiten und bessere Tage und bessere Klänge erinnern, die sind für die Controller völlig irrelevant. Wir spielen keine Rolle. Das ist denen sowas von egal, was Jungs wie ich denken und was Jungs wie ich sagen, denn die sind nur an jungen Leuten interessiert. Die sind viel einfacher zu formen und zu manipulieren und so machen die das schon immer. Ja, wie Lenin schon sagte, er sprach über Indoktrination an Universitäten, über das Pumpen von Informationen in die weichen Köpfe von Kindern. Nach dem Motto, gib mir 4 Jahre, um die Kinder zu unterrichten und die Ideen, die ich eingepflanzt habe, werden niemals mehr entfernt werden oder ähnliches. Und wir haben hier gerade über die Auswirkungen auf die schwarze Community in Amerika gesprochen. Als Kunstform wurde daraus etwas, das eigentlich so antischwarz ist, denn es führt die rassistischen Begriffe ein, über die sich einige beschweren werden, wie Nigger und Bitches und all das, was schreckliche Dinge sind. Und auch, dass dies aus der Musikbranche selbst hervorgegangen ist. Weißt du, das hat selbst ein gelegentlicher Beobachter wie ich bemerkt. Es gibt viele schwarze Männer, darunter berühmte Persönlichkeiten, also zum Beispiel Leute wie Floyd Mayweather, die wie ein Rapper gekleidet mit den Kappen und Goldketten herauskommen und über Geld reden. Man kann auf YouTube einen Clip von ihm finden bzw. sehen. Ich bin ein MMA-Fan. Ich habe einen Clip gesehen, in dem er über Reisen geredet hat. Und ja, ich weiß, dass er ein Boxer ist, aber ich habe ihn auf einer Webseite gesehen. All diese Golduhren. Das ganze trashige Gangster-Rap-Konzept hatte also nicht nur Auswirkungen auf den Hip-Hop, sondern verbreitete sich auch auf die ganze gesamte schwarze Community in Amerika, soweit ich das beurteilen kann. Und hier ist auch noch was zu erwähnen, nämlich die Situation mit Afrika Bambaataa. Bist du damit vertraut? Nein, ich hörte, ich erkenne den Namen. Okay, es gibt also 3 Kultfiguren in der Hip-Hop-Kultur, die als Gründerväter dieser ganzen Szene anerkannt wurden. Das wäre also erstens Kool Herc, den ich schon erwähnt habe. Zweitens der frühe DJ Grandmaster Flash. Dem es zu verdanken ist, dass er bestimmte Stile des Turntablismus und des Scratchens in der Vergangenheit erfunden hat. Und drittens dieser Typ Afrika Bambaataa, dem seit jeher allgemein die Erfindung der Hip-Hop-Kultur zugeschrieben wird. Er brachte es über den musikalischen Aspekt der Dinge hinaus und machte daraus einen ganzen Lebensstil und er wurde sehr einflussreich. Er hatte 1982 einen großen Hit mit der Platte Planet Rock. Er hatte dieses Performance-Outfit namens Soul Sonic Force und er war der Gründer dieser Bewegung namens Universal Zulu Nation, die ihren Ursprung in einer Art Straßenbande hatte, die aus dem Bronx-Gebiet in New York kam, sich aber dann weiterentwickelte, um dann zu einer Art quasi religiösem Kult zu werden, der Tausende, Hunderttausende Mitglieder und verschiedene Zweige davon auf der ganzen Welt hat. Afrika Bambaataa war also eine sehr einflussreiche und wichtige Persönlichkeit in dieser ganzen Szene. Und wenn man sich mit Hip-Hop beschäftigt, wird man irgendwie mitgerissen, diesen Kerl zu verehren und als Guru zu sehen. Aber leider hat sein öffentliches Image im Jahr 2016 eine kleine Wendung bekommen, als nämlich 2 Personen, die Teil des Universums der Zulu Nation waren, die bis in die späten 70er und dann an die 80er Jahre zurückreicht, die haben ihn öffentlich beschuldigt, dass er sie als Minderjährige sexuell angegriffen habe. Und seitdem gibt es verschiedene andere Leute, die sich ebenfalls gemeldet haben. Und sie haben gesagt, dass es ein bekanntes, bestgehütetes Geheimnis innerhalb der Universal Zulu Nation ist, dass Afrika Bambaataa ein Pädophiler ist und er Jungen bevorzugt. Es wurden keine Anklagen gegen Bambaataa erhoben, dessen wirklicher Name Lance Taylor zu sein scheint. Man konnte jahrelang in Wikipedia nachlesen und dort stand, dass sein richtiger Name Kevin Donovan war, aber ein bisschen Recherche hat das Ergebnis gebracht, dass sein Name Lance Taylor zu sein scheint. Und dann übernahm er das Pseudonym Afrika Bambaataa und es scheint, als hätte er wohl diese Art von Aktivität schon immer gemacht. Wenn man sich die Symbolik und einige der Insignien anschaut, die von der Universal Zulu Nation bei einigen seiner Bühnenauftritte verwendet werden,
findet man alle Arten von freimaurerischen Obertönen. Man findet Verbindungen zu der ägyptischen Symbologie, die von vielen dieser Geheimgesellschaften, welche viele als Illuminaten bezeichnen würden, sehr bevorzugt wird. Also diese Kontrollsystemnetzwerke, die alles ausführen. Und es gibt auch alle möglichen dunklen und okkulten Sachen, die darauf hindeuten, dass es mehr über Bambaataa zu wissen gibt. Es stellt sich also die Frage, ob dieser Kerl seit dem ersten Tag als einer der Anführer dieser gesamten Kunstform hochgehalten wurde. Und es stellt sich heraus, dass er jemand dieser Art ist. Der Grund, warum keine Anklage gegen ihn erhoben wurde, liegt übrigens darin, dass die Verjährungsfristen in New York, zu dem Zeitpunkt, als diese Leute ihre Anschuldigungen vorbrachten, längst vergangen waren. Es gibt also eine Frist, bis zu der man eine Straftat dieser Art melden muss und wenn rechtliche Schritte eingeleitet werden sollen. Und wenn die Frist abgelaufen ist, dann ist es nicht mehr zulässig. So ist er halt damit durchgekommen. Es gibt einen Dokumentarfilm, der in Kürze von einer investigativen Journalistin namens Leila Wills herausgebracht werden soll, die sich wirklich mit diesem ganzen Thema beschäftigt hat. Er wird voraussichtlich den Titel »In einer Kultur eingeschlossen« tragen und kommt jetzt bald heraus. Und es gibt auch viele verschiedene andere Aspekte in der Geschichte. Aber für mich wirft dies einen ziemlich unappetitlichen Schatten über die gesamte Kunstform. Und wenn man die Kommentare berücksichtigt, die von KRS-One gemacht wurden, der ja auch als eine Art spiritueller Führer des Hip-Hop verehrt wird und jemand, den man als einen der Gründervater bezeichnen soll. Weißt du, er hat Bambaataa verteidigt, als diese Geschichte bekannt wurde und hat einige Kommentare gemacht, die sehr unsensibel waren. Die bezogen sich darauf, dass es ihn im Grunde genommen nicht interessierte, dass Bambaataa in sowas verwickelt war. Er sagte, es habe ihm nichts genommen. Wenn sie ein Problem mit ihm haben, sollen sie den Hip-Hop verlassen. So, jetzt ist KRS-One in der Ansicht von vielen auf eine Weise beschmutzt, von der wir vorher nichts wussten. Er hat auch Kommentare gemacht, die auf sein Engagement in der Freimaurerei hindeuten. Also wie natürlich und organisch war diese Szene vom ersten Tag? Oder müssen wir uns der unangenehmen Möglichkeit stellen, dass es einen Freimaurer- und Geheimgesellschaft und einen Kulteinfluss gab, der bis in die frühen Jahre zurückreicht? Das ist ein weiterer Aspekt des Ganzen. Ja, genau. Und wenn man davon spricht, löst es irgendwie das ganze Image auf, besonders für die Hardcore-Fans. Und wo wir gerade über Symbolismus und Ähnliches sprechen, können wir einfach mal vorspulen zur modernen Musikbranche. Du hast eben schon Symbolismus zur Sprache gebracht. Ich meine, das ist allgegenwärtig. Es ist schon so lange in der Branche und überall. Und es ist auch heute noch sehr verbreitet und vielleicht sogar noch mehr wegen des Internets, wegen großen Events wie dem Super Bowl, den MTV Music Awards, ja, und alledem. Bei all diesen Dingen hat sich also herausgestellt, dass die okkultistische oder die okkulte Geheimgesellschaft, Freimaurer, Illuminati-Symbologie aufweisen. Nach welchen Symbolen sollten wir also in der modernen Musikindustrie denn demnächst Ausschau halten? Ich habe heute früh eine Frage- und Antwortsitzung gemacht, die ich in ein paar Tagen veröffentlichen werde. Und ich habe darin den Kommentar gemacht, dass es ein besonderes Ereignis geworden ist, wenn man ein zeitgenössisches Pop-Video findet, das keine Symbologie-Aspekte der traumabasierten Gedankenkontrolle oder satanischen Ritualmissbrauch und all dieses Zeugs enthält. Wenn du also ein Video findest, bei dem die Bilder mit den Texten übereinstimmen und keines dieser eben genannten Elemente vorhanden ist, dann ist das ein besonderes Ereignis. Und das ist was, worüber es sich zu reden lohnt. So lächerlich ist das geworden. Die okkulten Zeichen und Symbole, die ihren Weg in Videos gefunden haben, sind mittlerweile zur Norm geworden. Man erwartet also einfach, sie dort zu finden. Wenn man aufpasst, sieht man überall Dinge wie Pyramiden, sieht man all diese Handzeichen und die Signale, zum Beispiel, dass die Künstler ihr rechtes Auge abdecken und damit die Tatsache signalisieren, dass sie den linken spirituellen Pfad gewählt haben. Man findet das sogenannte 666-Zeichen, das von all diesen Künstlern gezeigt wird. Die Baphomet, Teufelshörner, all diese Sachen. Und ich weiß, dass viele Leute sagen werden, dass wenn man ein Symbol wie eine Pyramide nimmt, es an sich nicht böse ist. Es ist nichts Schändliches an einer Pyramide. Es ist der Kontext, in dem es verwendet wird.
Und wenn man recherchiert und sich beispielsweise Artikel auf der Seite Vigilant Citizen ansieht, die eine großartige Ressource ist, um all das zu verstehen, was in Videos zum Einsatz kommt, und auch Shows wie die US Super Bowl Halbzeit und die Grammys und die MTV Awards, denn diese Dinge sind nur massive okkulte Spiegelfeiern, sind zu rituellen Ereignissen geworden. Und wenn man weiß, wonach man sucht, dann wird es einfach absurd, weil es überall ist. Eine Pyramide hat sich zu einer Visitenkarte für das Kontrollsystem entwickelt, das wir als Vorreiter der Unterhaltungsindustrie haben. Es ist ihre Art zu verkünden, dass sie hinter diesen Künstlern stehen. Sie stehen hinter diesen Shows, diesen Ereignissen, diesen Videos und sie mögen es, ihre kleinen Visitenkarten in all diesen verschiedenen Aspekten ihrer Aktivitäten zu platzieren. Ein großer Teil davon ist auf einen Lehrsatz zurückzuführen, dem sie sich verpflichtet fühlen, zu beachten, welcher als Offenbarung der Methode oder Placing the Truth in Plain Sight, also die Wahrheit in aller Öffentlichkeit platzieren, bezeichnet wird. Diese Geheimgesellschaften, die in all diesen Branchen tätig sind, verkünden der Öffentlichkeit, worum es ihnen geht. Und sie geben ihnen kleine Hinweise, dass ihnen diese Künstler gehören. Weißt du, sie treiben all dieses Zeug und all diese Agenten voran. Sie geben uns die Gelegenheit zu verstehen, was uns angetan wird. Für diejenigen mit den Augen, dies zu sehen. Sie tun dies auf eine sehr verschleierte, verdeckte, kryptische Art und Weise, sodass nur diejenigen, die gelernt haben, zu erkennen, was los ist, und die mit der gebotenen Sorgfalt herangehen, um tatsächlich zu recherchieren und sich einige dieser Ressourcen anzusehen, um zu verstehen, was all diese Zeichen und Symbole darstellen, nur diese kleine Gruppe von Leuten wird verstehen, was los ist. Für alle anderen geht dieses Zeug direkt in ihren unterbewussten Verstand. So wird es in das Unterbewusstsein aufgenommen. Die Leute sehen es, aber sie verstehen und verarbeiten nicht vollständig, was es ist. Also hat es eine Wirkung auf sie, und es kann sich auf ihre Gedanken, ihre Emotionen und ihr Verhalten auswirken, ohne dass sie überhaupt merken, dass es passiert. So funktionieren Subliminals. So funktioniert Hypnose. So funktioniert Werbung. Wenn man es mal herunterbricht. Die Wissenschaft dieser Industrie. Aber so wie Sie es sehen, geben Sie uns die Gelegenheit zu verstehen, was Sie tun. Und so wie Sie es sehen, wenn der Rest von uns keine Einwände dagegen erhebt und im Grunde einfach damit einverstanden ist, dann nehmen Sie das als unsere stillschweigend angenommene Akzeptanz oder Zustimmung dessen, was Sie tun. Und dann haben Sie das Gefühl, dass Sie dies von jeglicher karmischer Rückzahlung von Ihrer Seite befreit, weil wir ja nicht Nein gesagt haben. Und nicht Nein zu sagen bedeutet stillschweigend Ja zu sagen, in Ihrer verdrehten, verzerrten Mentalität. Und deshalb machen Sie das alles. Und viele Gelehrte dieser Erzählung werden Ihnen dasselbe sagen. Es gibt viele Forscher, die die gleiche Sichtweise haben und es gibt auch viele ehemalige Okkultisten, die aus dieser ganzen Szene hervorgegangen sind und gesagt haben, ja, das ist absolut der Grund, warum dieses Zeug gemacht wird. Das ist einer der Gründe, warum man all diese Zeichen und Symbole überall sehen kann. Ich denke, es gibt noch ein anderes Element, das nämlich den Rest von uns, den Profanen, verhöhnt, wie sie uns sehen. Sie lieben es, das Profane zu verspotten, es uns unter die Nase zu reiben und so ihre Kontrolle über die Dinge anzukündigen. Es gibt aber trotzdem ein paar Beispiele dafür, was getan wird. Crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say.
He was born, you know, just a few months ago. Ja, in diesem Buch sprichst du nicht nur über das Okkulte, sondern auch in den Beispielen, die du illustriert hast, sprichst du darüber, wie sie die Stars bei diesen großen Ereignissen spielen lassen und die Themen und Verhaltensweisen, die sie vorantreiben. Also hängen auch manchmal mit dem gesamten progressiven Material zusammen, das die westliche Welt erfasst, also ständig neue Ideologien sozusagen. Und du hast es ziemlich genau bei Charakteren wie den Mousketeers und den Kennedy-Stars skizziert, die mit positiven Bildern beginnen, also die dazu ermutigen sollen, sexueller zu sein und überhaupt immens sexuös, umtriebig zu sein und sich auf diesen großen Bühnen vor der ganzen Welt und also vor allem von jungem Publikum erstaunt, moralisch möglichst degeneriert zu verhalten. Ja, und eins der Beispiele, die du erwähnt hast, ja, also war Madonnas Kuss mit Britney Spears und Christina Aguilera. Also fördert sie das lesbisch sein, was ja nicht schlimm ist, aber dann eben auch Gruppensex und solche Dinge werden versteckt angedeutet. Und wenn diese oder die diese Ideen kleinen Kindern präsentieren, ja, also die es nicht besser wissen, denken die natürlich, ja, na gut, die Prominenten machen es, also sollte ich es auch tun oder so tun. Ja, das ist eine klassische Art und Weise, wie sie eine Fangemeinde für diese Künstler gewinnen. Sie beginnen also unschuldig und rein und nett und angenehm und familienfreundlich. So haben sie es mit Britney Spears gemacht, so haben sie es mit Christina Aguilera gemacht, so haben sie es mit Justin Timberlake gemacht. Alle drei waren Mousketeers. Der Mickey Mouse Club ist Teil der Disney Corporation, die leider bis zum Hals in dunklen, okkulten, satanischen Ritualen, Missbrauchs- und Gedankenkontrollprogrammen steckt, was ihrem öffentlichen Image völlig widerspricht. Und das ist es, was man in dieser wunderbaren Welt, in der wir leben, so oft findet. Wenn man die Wahrheit über eine Angelegenheit erfahren will, muss man irgendwie eine 180-Grad-Drehung machen, eine direkte Umkehrung dessen, was uns vom Mainstream gesagt wird. Wenn also ein Politiker daherkommt und sagt, es wird keine Kriege und keine Steuern mehr geben, dann kann man das so verstehen, dass es neue Kriege und Steuern geben wird. Und um die Wahrheit von irgendetwas zu finden, muss man nur das genaue Gegenteil suchen. Disney präsentiert sich also, als ob es bei denen nur um familiäre Werte geht. Aber es ist alles andere als das, wenn man mal genau hinschaut. Miley Cyrus war natürlich auch ein Produkt von Disney durch Hannah Montana. Sie begann als dieses blitzblank saubere Mädchen von nebenan, das alle Eltern für gut befinden würden, und dann wechseln sie plötzlich deren Image und die gesamte Erscheinung ändert sich. So werden Miley Cyrus und Britney Spears und all diese anderen alles andere als ein blitzsauberes, gesundes Mädchen von nebenan. Und sie beginnen, dieses satanische Schlampen-Image zu verkörpern. Besonders im Fall von Miley Cyrus, die als Baby mit Schnuller und Windel und so weiter verkleidet, auf der Bühne erscheint, die simuliert Masturbation und treibt die Sexualisierung Minderjähriger voran. Das ist zutiefst krank. Die tun das immer. Man gibt ihnen einen Künstler, der die Fans frühzeitig für sich gewinnen kann. Und als sie das erste Mal rauskam, machte Beyoncé zum Beispiel auch unschuldige, eingängige, gefällige R&B-Songs. Und erst nach einigen Jahren ihrer Karriere, als man sie da mit Jay-Z verkuppelt hat, da wurde es offensichtlich, was ihre Agenda war. Right before I performed, I raised my hands up. And it was kind of the first time I felt something else come into me. You know, I am misunderstood a lot at times. My music, my image, people have their whole thing about me, whether it be me being a devil worshiper or whatever, besides them reading into my hand over my eye on my album cover. Why is your hand over your eye on your album? Because I'm a devil worshiper. What are you talking about?
Wir hatten das sogar bei den Beatles. Wenn man an die Anfänge der Beatles zurückdenkt, die kamen ja zuerst mit diesen Junge trifft Mädchen Liebesliedern heraus. She loves you, please please me, from me to you, all diese Lieder. Und erst nach Beginn ihrer mittleren Schaffensphase, um 1966, erst da haben sie angefangen, etwas von diesem experimentellen, psychedelischen Zeug herauszubringen. Und angefangen, LSD zu umarmen und angefangen, all diese Agenden voranzutreiben, die zu dieser Zeit vor sich gegangen sind. Also wurden die Künstler immer dafür verwendet. Und wie du gerade gesagt hast, wir haben jetzt diese Top-Prominenten, die dazu verwendet werden, um bestimmte Social Engineering-Agenden voranzutreiben. Einschließlich der Förderung des Transhumanismus und des Smart Grid oder Internet of Things und von der Realität künstlicher Intelligenz. Viele Künstler werden verwendet, um das zu verherrlichen und diese Ideen bei jungen Menschen zu pflegen. Die Technologie ist wirklich großartig, sie ist dein Freund, es ist die Zukunft, es ist der Weg, den man gehen muss. Dann haben wir dann noch den Transgenderismus und nochmal, wenn die Einstellung gegenüber dieser Art von Lebensstil wirklich von Individuen zu ihren eigenen Bedingungen kommt, dann ist das eine Sache. Aber wenn die Gesellschaft gezwungen und manipuliert und durch das Bewusstsein gesteuert wird, um bestimmte Einstellungen zu übernehmen, dann ist das eine ganz andere Sache, weil sie sich jetzt nicht mehr nach den Bedingungen des Einzelnen richtet, sondern den Menschen aufgezwungen wird. Wir sind also dazu verurteilt, LGBTQ, also Lesben und Schwule, Lebensstile und Einstellungen und all diese Dinge voll und ganz zu akzeptieren. Und wenn man es nicht offen annimmt und nicht völlig damit konform geht, dann wird man ganz schnell als Bigott und als Hasser gebrandmarkt. Dann ist es Hassrede. Und dann wird man von der ganzen politischen korrekten Gesellschaft gemieden. Das ist kein natürlicher Prozess. Das kommt nicht von den eigenen Denkweisen und Gedanken und Einstellungen der Menschen. Das ist Social Engineering. Es wurde kultiviert, um so zu sein. Diese Einstellung gab es vor 10 Jahren noch nicht, aber jetzt gibt es sie. Die Menschen müssen sich also mal fragen, woher kommt das alles? Haben alle in der Gesellschaft plötzlich entschieden, dass sie ihre Einstellung zu solchen Dingen ändern würden? Und das passiert bei allen Moden, bei allen Trends, bei allen Bewegungen. Wir haben jetzt einen Schub in Richtung Veganismus und das ist für mich sehr alarmierend. Ich selbst habe vor einigen Jahren die persönliche Entscheidung getroffen, Veganer zu werden. Ich war ungefähr 30 Jahre lang Vegetarier oder seit 30 Jahren und ich entschied mich vor 5 oder 6 Jahren, ich wollte einfach nur Veganer werden. Für mich beruhte die Entscheidung ausschließlich auf moralischen Überlegungen und Ethik, darum ging's. Und es war eine persönliche Entscheidung, die ich für mich selbst getroffen habe. Ich habe nicht versucht, sie jemand anderem aufzuzwingen. Leider kann ich jetzt erkennen, dass es einen Trend gibt, Menschen dazu zu bewegen, eine vegane Ernährung und einen veganen Lebensstil anzunehmen. Weißt du, ich erkenne eine Agenda, wenn ich sie sehe und ich kann hier alle Zeichen und Hinweise sehen. Also, ich frage mich jetzt, wie kann das sein? Warum sollte es im Interesse dieser Social Engineers sein, dass plötzlich eine große Anzahl von Menschen einen veganen Lebensstil annimmt? Es muss irgendeinen Hintergedanken dafür geben. Ich kann nicht leugnen, dass es eine Agenda gibt. Es ändert meine Einstellung nicht, ich werde deswegen nichts ändern, weil es eben meine persönliche Entscheidung für mich ist. Aber wenn es jetzt Leute gibt wie Beyoncé und Jay-Z, die dann versuchen, ihre Fans dazu zu zwingen, diese Art von Ernährung und Lebensstil anzunehmen, das ist jetzt das Neueste in ihrer Trickkiste und wir müssen uns nur fragen, warum sie es gerade jetzt tun. Ja, wir können da nur drüber spekulieren, bevor wir hier schnell zum letzten Punkt gelangen. Und vielleicht hängt die ganze vegane Sache irgendwie mit die Männlichkeit wird angegriffen oder dem Angriff auf die Männlichkeit zusammen und ist mit dieser gesamten rebellionsartigen Agenda verbunden. Ja, die wissen also, dass besonders bei jungen Heranwachsenden, wenn sie vegan werden wollen und sie nicht wissen, was sie tun, besonders bei jungen Männern eines der Dinge, die sie tun können, darin besteht, dass sie häufig mit ihren Testosteronspiegeln herumspielen und sie bekommen keine oder halt nicht genügend Fette und solche Sachen. Ich sage nicht, dass Veganismus schlecht ist, aber nach meiner Erfahrung, nachdem ich jahrelang mit Menschen gesprochen habe, wenn sie nicht wissen, was sie tun, können sie es falsch machen und vielleicht könnte das einer der Gründe sein, warum diese Agenda vorangetrieben wird. Nun, ich denke, es ist wahrscheinlich, ja. Denn wenn man es nicht richtig studiert, dann kann man einiges falsch machen und die falschen Dinge in die Ernährung einbringen. Insbesondere Soja, weil Soja als Hauptalternative zu Fleischprodukten vermarktet wird.
Und wenn jemand seine Hausaufgaben nicht macht, dann wird er einfach fast nur noch Soja essen. Und das soll auch zu einem Durcheinander mit den Hormonen der Menschen führen, insbesondere bei Männern. Das soll ja eine östrogenähnliche Komponente enthalten. Und es wird gesagt, dass es über längere Zeit Männer feminisieren kann. Dies kann also ein Teil davon sein und es kommt nur darauf an, dass die Leute forschen und die richtigen Entscheidungen treffen. Es muss nicht so sein. Aber für jemanden, der nicht informiert ist, könnte dies das Ergebnis sein und darauf bauen die, darauf können die sich verlassen. Und ich möchte nur kurz versuchen, hier an der Stelle einige Nachforschungen bei den Zuhörern anzuregen für unseren letzten Punkt hier. Wir reden also über diese große Branche, dieses Kontrollsystem, das schon so lange vor den Menschen in aller Öffentlichkeit also praktisch in Betrieb ist und sie können das nicht wirklich sehen. Und wie du schon erwähnt hast, sind sie so sehr betroffen und davon beeinflusst. Und man sieht es ganz genau in ihren Gesichtern. Ich war so immer wieder die gleichen Muster. Ja. Also es gab im Laufe der Jahre Individuen, die irgendwie ausgeschert sind und das System möglicherweise kritisiert haben. Oder die Künstler, die versuchten oder versuchen, sich aus ihren Fesseln zu befreien. Und wir hatten viele mysteriöse Todesfälle. Ja, und ich erinnere mich da an Bob Dylan, der einmal sagte, dass er mit dem Oberbefehlshaber einen Handel gemacht hat. Und das ist ziemlich verdächtig, oder nicht? Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? In this earth and then in the world we can't see. Also wir haben große Namen und Leute hier wie Prince und Whitney Houston, John Lennon, die unter verdächtigen Umständen starben oder gestorben wurden. Was ist also hier los? Nun, ja, es gibt Künstler, die aus der Reihe treten und ab und zu ein bisschen von dem Drehbuch abweichen. Und sie fangen an, in Interviews Kommentare zu machen, von denen ihre Controller wahrscheinlich vorziehen würden, wenn sie sie nicht machen würden. Und man kann diese Künstler daran erkennen, dass sie tot sind. Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass diejenigen, die dazu neigen, ausgesprochen offen zu sein und echte soziale Veränderungen anzuregen, plötzlich an einer Überdosis Heroin sterben oder Herzinfarkte bekommen oder sich erschießen oder irgendwas in der Art. John Lennon wurde politisch aktiv und nahm kein Blatt vor den Mund und er ist nicht mehr bei uns. Paul McCartney lebt und es geht ihm gut. Man findet aber nicht allzu viele kritische Kommentare von McCartney. Wir haben also George Michael, der bei Hard Talk bei der BBC zu Gast war und dem damaligen Golfkrieg sehr kritisch gegenüberstand. Er war kritisch gegenüber dem Bush- und Blair-Regime und nannte sie Kriegstreiber und all das. Und er starb am Weihnachtstag zufällig an einem Herzinfarkt. Aber Simon Le Bon von Duran Duran ist am Leben und es geht ihm gut. Es scheint also ein Bindeglied zwischen all diesen Künstlern, die für das Establishment ein Dorn im Auge sind, und deren frühen Tod zu geben. Michael Jackson war sehr kritisch gegenüber der Branche und der Art, wie Plattenfirmen ihre Künstler behandeln, und er starb im Alter von 50 Jahren zufällig an Medikamenten. The doctor that you're looking at, the doctor that you see there, was the fall guy. Mm-hmm. That's what he was. He was the fall guy. And so there are people in the background? There are people in the pulling background. Pulling strings? Yes, absolutely.
Prince war Plattenlabeln gegenüber sehr kritisch und begann in Chatshows über Chemtrails und viele andere Dinge zu reden. Er starb im Alter von 57 Jahren in einem Aufzug. Es scheint so, dass man ein sehr langes und erfolgreiches Leben führen kann, wenn man das tut, was einem gesagt wird, auf Linie bleibt und weiterhin ein Gewinnbringer für die Branche ist, der man ja die Karriere zu verdanken hat. Beispiele dafür wären Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir Tom Jones, Sir Mick Jagger, diese Leute. Aber wenn sie ein bisschen Ärger machen, dann halten die sich nicht wirklich lange und verschwinden von der Bildfläche. Prince, John Lennon, Bob Marley, George Michael. Weißt du, wir hatten also Kommentare von Leuten wie Bob Dylan und noch vielen anderen. Ozzy Osbourne hat darüber gesprochen. Die Jungs von Led Zeppelin haben dazu gesprochen. AC/DC. Wer sonst noch? Nun, Kate Perry hat kürzlich Kommentare abgegeben. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. All diese Künstler haben davon gesprochen, ihre Seelen für Ruhm und Reichtum zu verkaufen. Also nochmal, sie sagen dir, was los ist. Die lassen sie wissen, dass sie nur dann ein bekannter Name und Einfluss auf die Kultur werden können, wenn sie ihre Seele verkaufen. Und die Leute mögen diesen Begriff symbolisch oder metaphorisch nehmen oder sie wortwörtlich betrachten, denn es ist ein sehr reales Gefühl in dem Sinne, dass, wenn sie sich diesen dunklen Kontrollern unterstellen, ihr Leben nicht mehr ihr eigenes ist. Du tust, was sie jetzt sagen. Solange du das für den Rest deiner Tage tust, wird alles in Ordnung sein. Aber wenn die sich irgendwann entscheiden, dass es sich um ein beschissenes Geschäft handelt, in den Worten von Kanye West, dann gibt es leider keinen Ausweg, es sei denn, es handelt sich um den Ausweg wie bei Whitney Houston, Prince und Michael Jackson. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Ja, es ist ein guter Punkt, um auch zum Ende zu kommen. Also ich denke, es ist wichtig zu bekräftigen, wie stark das System ist. Es gibt so viel zu besprechen, aber wir haben leider keine Zeit mehr. Also vielen Dank an der Stelle hier für deine Zeit. Ich wollte es einfach nur positiv und inspirierend hinterlassen, weil wir uns in der letzten Stunde natürlich mit ziemlich dunklen und verheerenden Informationen befasst haben. Ich möchte die Leute nicht zurücklassen mit so Gedanken wie, oh mein Gott, diese Welt ist ein schrecklicher Ort, von dem ich nichts wusste und wir sind alle verdammt. Also, der erste Schritt zur Erlangung der Macht für uns ist, sich der Taktiken und Methoden bewusst zu werden, die so lange gegen uns eingesetzt wurden. Ich finde es jetzt unglaublich, dass wir solche Gespräche führen können und es gibt so viele Podcasts und Radiosendungen dieser Art. Es gibt jetzt so viele YouTube-Videos, so viele Bücher, es gibt so viele Blogseiten. Wir diskutieren die verschiedenen Arten, auf die wir alle getäuscht und versklavt wurden, auf die wir von einer sehr kleinen Handvoll dieser elitären Klasse beherrscht werden. Noch vor 20 Jahren und vielleicht sogar nur vor 10 Jahren war dies in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Wir haben also in kurzer Zeit einen langen Weg zurückgelegt. Und wenn du verstehst, was dir angetan wird, dann bist du gerüstet, um präventive Maßnahmen zu ergreifen, die persönliche Verantwortung zu übernehmen und die persönliche Entscheidung zu treffen, dich von all dem zu trennen und nicht Teil davon zu sein und Wege zu finden, dich vom Kontrollsystem insgesamt zu trennen. Und daher finde ich es sehr ermutigend, dass wir diese Informationen weitergeben können. Wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Wir sollten darüber nicht verzweifelt werden. Wir sollten es als sehr anregend empfinden und es bringt uns dahin, sicherzustellen, dass unsere Zukunft viel besser ist, als dies sonst der Fall wäre, wenn diese Informationen nicht herauskommen könnten. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Ja, und zu guter Letzt denke ich, dass es kein Zufall ist, dass wir hier immer mehr Wahnsinn in der Welt sehen und das Kontrollsystem versucht mit all diesen neuen Initiativen und der Zensur sein Bestes, weil das Internet damit begonnen hat, gleiche Wettbewerbsbedingungen gewissermaßen zu schaffen. Ich nehme auch an, wir sollten es als Kompliment betrachten, dass diese Dinge geschehen, denn was wir tun, bedarf großer Anstrengung. Und dies ist die großartige Arbeit oder es ist eine Art Innenschau, eine spirituelle Selbstarbeit.
aber es gibt auch das größere Ganze, anderen Menschen zu helfen, ihr Bewusstsein zu steigern. Und dies ist eine wichtige Arbeit, wie jede andere Arbeit. Ja, also bis dann, vielen Dank für deine Zeit, es war eine wahre Freude. Ja, keine Sorge, Mann, es war ein gutes Gespräch. Und ich überlasse den Leuten den letzten Gedanken, dass die alten Tricks nicht mehr so funktionieren wie früher. Und es ist wegen Shows wie dieser und weil wir in der Lage sind, Informationen wie diese zu teilen. Es ist also eine schöne Sache. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich über jede Gelegenheit und viel Glück bei deinen zukünftigen Bemühungen. Exzellent, brillant. Vielen Dank, Mark Devlin. Ein wahres Vergnügen. Danke, Mann. We'll be right back.
then it's out. You don't even want to play the game. You want to reclaim your mind. Then it's out. You don't even want to play the game. You want to reclaim your mind. You don't even want to play the game. You want to reclaim your mind.
And what is real is you.